So, hallo, wir machen weiter mit der Challenge ohne Namen, nenne ich sie nach wie vor, solange ich den Namen nicht kenne. Bis zum Part werde ich den Namen rausgefunden haben und vielleicht gucke ich einfach nach und dann kann ich sie auch richtig benennen. Im Moment ist es für mich die Challenge ohne Name. Die letztes Mal nicht ganz so lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach ja. So, jetzt gucken wir mal, wie es in dieser Runde läuft. Also das ist wirklich die unberechenbarste Challenge überhaupt. Du kannst nicht bestimmen, was du bekommst, in keinster Weise. Das Einzige, was du kannst, ist, wenn du ein gescheites Item hast, weißt du sozusagen, dass du aufhören solltest. Weil es kann halt passieren, dass die Challenge dich mit Sachen zuschmeißt, die Challenge unmöglich fast machen. Alleine die Vorstellung, ich würde ein Item bekommen, was dauerhaft zum Beispiel auslöst, dass der Isaac Schaden nimmt. Na, das kann ja ein Spacebar-Item sein, was aber dann dauerhaft ausgelöst wird. So wie ja auch jetzt im letzten Part dieser Dings-Effekt die ganze Zeit ausgelöst wurde. Richtig verrückt. Das war richtig verrückt. So, wir gucken mal, was das Ding macht. Ich setze es gleich mal beim Boss ein. Aber es hat nur zwei Aufladungen. Das heißt, genau, ich wollte gerade sagen, bis zum Boss werden wir das nicht aufgeladen bekommen. Werden wir es nicht nochmal aufgeladen bekommen, wenn ich es einsetze. Deswegen setzen wir es mal beim Boss ein und gucken, was passiert. Eieieiei. Okay, es hat einen minimalen Schaden gemacht. Ciao. Wow. Aber bisher habe ich jetzt überhaupt keinen Effekt festgestellt sonst. Also bisher habe ich nicht das Gefühl, dass mir das Item groß schadet, aber es auch nichts bringt. Come on! Geh weg, Mann! Tschüss. Okay. Ich habe auch hier keine Ahnung, was es gemacht haben könnte, aber wir werden sehen. Oh, wow. Das war ja komplett useless, hier reinzugehen. Wieso ist denn ja da jetzt ein zweiter? Oh, aber guck mal, ich werd mit Schaden stärker. Das heißt, ich habe irgendeinen Rage-Effekt bekommen. Okay. Lol, habe ich den jetzt gerade beschworen? Oder was? Wieso ist jetzt. Wieso ist denn jetzt. Was soll das denn hier? Der war vorher noch nicht da. Okay, das setzen wir erstmal nicht mehr ein, das Item. Mir scheint, dieses Item betrügt mich ein wenig.
Okay, neues Base Item, es kann nur besser werden. Da war auch eine Aufladung mit dabei, okay. Na dann, wir werden im nächsten Gegnerraum sehen, was passiert. Okay, es macht schon mal keinen Schaden. Schade. Oh! Aber ich habe jetzt Feuertränen. Und die nehme ich doch gerne mit. Hä? Und ich beschwöre schon wieder... Ich beschwöre einfach Gegner mit einem Spacebar-Item. Was? Warum? Warum beschwöre ich Gegner, wenn ich ein Spacebar-Item auslöse? Lass mich in Ruhe. Okay, aber nochmal kommen die nicht. Also gut, ich habe die Flammentränen zusammen. Wieso kommt da schon wieder der Typ? Den habe ich nicht bestellt. Nee. Ich kündige. Jetzt sind drei hier. Weiß nicht, ob ich das jetzt noch mit... Also... Okay, ciao. Ja, moin. Kommt der jetzt auch wieder? Ja, nee, ist in Ordnung. Kommt wahrscheinlich völlig... Ja, nee, der Nächste. Das machen wir nicht. Okay, wieder ein Spacebar-Item. Oh, da komme ich noch nicht rein. Und wir wissen genau nicht, was es tut. Sehr gut. Oha. Gut. Jetzt kann ich da rein. Lol, okay. Das lädt sich immerhin auf. Ich probiere das mal in einem Gegnerraum und guck mal, was passiert. Außerdem dem Dings. Mehr ist nicht passiert. Ah, ich bin zu langsam. I don't know, was soll ich jetzt mitnehmen von dem Zeug. Fühlt sich im Moment gar nichts richtig an davon. Nehmen wir mal das mit, das hat 4 Aufladungen, I don't know. Oha. Ah, da komme ich aber nicht ran, weil ich keinen Schlüssel mehr habe. Gut, ich könnte im Shop einen Schlüssel kaufen. Falls es einen gibt. Gibt es einen Shop? Kann ich mal gucken. Ja. Natürlich. Ach komm, weißt du was? So. Erster Bosskampf, let's go. Bisher ist nichts Außergewöhnliches passiert. Ja,
Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass das, ja, ups, dass das mein Run ist. Ja, Curse of the Unknown haben wir eh die ganze Zeit, von daher ist das völlig egal. Juckt mich überhaupt nicht. Achso, nee, nicht Curse of the Unknown. Ich dachte, es ist Curse of the... Also, dass die Items nicht sichtbar sind, aber es ist die Energie nicht sichtbar. Juckt mich aber auch nicht. Oh, guck mal, ein Teil vom Pokéball, aber wie gesagt, das, was man sieht, hat mit dem Item, was man bekommt, überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur random zusammengewürfelt. Ah, Damage ging hoch. Damage ging hoch, insofern bin ich zufrieden. Keine Ahnung, was es sonst noch so ausgelöst hat. Das erfährt man erst dann, wenn es zu spät ist. Ja, hier kann ich nichts kaufen. Guck mal, das ist im Angebot für 47. Ist schon recht, Spiel. Ist schon recht. Bestes Angebot ever. Boah, aber der Anfang mit dem Sacred Heart Run, der war super gut, wenn wir nicht diesen komischen Effekt gehabt hätten. Der hat alles kaputt gemacht. Ansonsten wäre das echt gut gelaufen. Ärgerlich. Ach, scheiße. Das dürfte dann auch das blaue Herz gewesen sein. Ach, Mann! Das ging schnell. Erst Energie holen. So, jetzt sollte ich voll sein. Ach so. Na dann nicht. Ach so. Ja, okay. Da müssen wir kurz warten, das holen wir gleich. Bitte, wo kam der Lichtstrahl runter? Ich meine, interessant, dass ich einen Cube dadurch mir gespawnt habe. Wenn ich mir jetzt jedes Mal einen Cube spawne und der auch bleibt, dann ist das cool. Dann mache ich das öfter. Gerne. Wenn ich dafür nur ein Herz zahle, ist das okay. Aber ansonsten lassen wir das. Oha. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Jetzt kann ich meine Sachen nicht mehr holen. Und nach oben? Wo landen wir denn jetzt? Okay. Ja, das war jetzt nicht so cool. Schade. Ja, das ist halt das, was passiert, wenn man Sachen einsetzt. Vor allem, was immer das für ein Teleport war, er hat nur einmal funktioniert. Ich habe das Item halt einfach schon nicht mal mehr. Ja, ne? Das ist dann passiert. Schade, und mein Cube ist auch weg. Es ist alles weg. Ist mein Damage-Up auch weg eigentlich? Ja, ne? Ah. 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 Gib mir
mir meinen Run mit dem Sacred Heart nur ohne diesen Effekt wieder zurück. Das wär cool. Den würde ich feiern. Oh man! Ja komm. Jetzt können wir eh alles riskieren. Wie gesagt, jetzt können wir eh alles riskieren. Weil jetzt bin ich eh schon nicht mehr so auf Megatrip hier unterwegs. Oha. Oha. Zwei Items einfach. Das hat mir mein Herzen erstmal abgezogen, okay. Und das hat mir... Oh, das war ein HP ab zusätzlich. Interessant, interessant. Wir gucken erstmal, was hier passiert. Aber das Base-Item hat schon mal nichts gemacht, also das würde ich wieder abgeben. Das würde ich erstmal wieder abgeben, glaube ich. Hier kann ich mir auch nichts leisten. Oha! Oha! Richtig viele Herzen jetzt bekommen. Nice. Müssen wir die nur füllen können. Oha! Ich bin unschlüssig, aber solange noch hier nicht so viele Herzen rumliegen, möchte ich das eigentlich auch nicht machen. Okay. Wie komme ich jetzt an mehr Herzen? Also im Moment komme ich nicht an mehr Herzen ran. Ich kann jetzt also auch nicht mit der Maschine anfangen zu spielen. Das ist zu riskant. Ich kann sie aber sprengen. Dann dürfte ich ein Herz zumindest rausbekommen. Ja, passt. Eieieiei. Okay, gucken wir mal. Aber damage-technisch und hier technisch sieht es ganz okay aus. Trauen wir uns mal was. Ah, vorher. Nein, ich wollte nicht abgeben. Na gut. Okay. Da habe ich nicht dran gedacht, dass das... Oh, okay, das war auch interessant. Traue ich mich? Ja, komm. Okay, neues Baseball-Item. Es lädt sich nicht wieder auf. Oh! Wir haben die Krone jetzt mit den Kroneneffekt. Wäre jetzt cool, wenn der nicht mehr weggeht. Das wäre cool, wenn der nicht mehr weggeht. Und man den sozusagen jetzt dauerhaft hat. Ah, so viel dazu. Habe ich den wahrscheinlich nur, wenn ich dann das Space-Item eingesetzt habe, habe ich den dann. Das ist sowas. Nice.
weiß noch nicht, ob ich schon verlassen möchte die Ebene. Nee, da ist kein Kroneneffekt dabei jetzt. Schade. Was macht dann das Spaceball-Item, was ich aktuell habe? Ha. Huh. Man weiß es nicht. Ein neues Spaceball-Item. Wir probieren es aus. Guck mal, da kam jetzt wieder der Dings... Da kam jetzt wieder dieser Effekt durch. Okay, der hat irgendwas anderes. Irgendwo anders kommt der her. Okay. Du herkommst, hi! Wo auch immer du herkommst gerade. Jo, merkt ihr was? Ach nee, hat sich erledigt. Ich dachte, wir laden uns nicht mehr auf. Ups. Das wollte ich nicht. Na, schade. Ah, hier könnte das sein. Ah. Eigentlich haben wir diesmal genug zum Rumliegen. Sollte das Ding gleich einen Abflug machen? Könnte man einiges an Geld holen. Das Ding hat keine Lust, einen Abflug zu machen. Was mit dir? Hast du Bock, Kisten mir zu geben? Nee? Dein Scheiß ernst? Ist das dein Scheißernst? Come on, ey. Okay, hol ich mir das... Ja, wow. Hol ich mir das Herz hier zurück, wollte ich sagen. Ja, gut, dann holen wir uns das Herz halt nicht zurück. Also Damage machen wir schon ganz gut, muss ich sagen. Damage gefällt mir. Bisher. Ist halt riskant, hier Sachen einzusammeln, ne? Ich weiß. Ist halt riskant, hier Sachen einzusammeln, aber was soll's. Wir gehen weiter. Halt, stopp. Wir haben noch das Bett. Das Bett müsste doch funktionieren. Das Bett müsste doch funktionieren. Yes. Bett tut, was es soll. Sehr schön. Weiter geht's. Okay, was immer wir gemacht haben, das funktioniert. Oh je, ein neues Item, was irgendwas getan hat, aber da ging auch Damage hoch. Da ging auch Damage hoch, insofern bin ich voll zufrieden. Guck mal, jetzt haben wir wieder den Effekt. Das ist, der kommt einfach manchmal, kommt der. Man weiß nicht wann und warum und wieso.
Problem ist, ich kann halt einfach nicht aufhören, Items einzusammeln. Das ist mein Problem. Ich sollte es nicht tun. Ich sollte keine Items mehr einsammeln. Ich tue es. Das ist mein Problem. Versteht ihr? Ich sollte sagen, okay, hier an der Stelle ist der One in Ordnung. Wir sammeln jetzt nichts weiter ein und versuchen einfach durchzukommen. Aber genau das werde ich nicht tun. Weil wenn ich bei einem Item stehe, dann bin ich so, nee, ich muss jetzt das Item einsammeln. I'm sorry, guys. Mein Item. So ein Ding ist das dann. Oh. Wenn wir uns das merken, schaffen wir das? Bestimmt nicht. Ey, diesmal könnte ich Glück haben und kann sogar im Shop was kaufen. Man weiß es nicht. Ja, das Space Item hat bisher eh nichts gemacht, also können wir auch ein neues nehmen. Zumindest nichts Merkbares. Nein, wir können uns kein Item leisten. Short. Ace of Hearts, das nehme ich mit. Dann kann ich nehmen. Ja, aber das ist, da weiß ich ja auch nicht, was dabei rauskommt. Das ist Schwachsinn. Nee, 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 das ist alles Schwachsinn. So, gehen wir zum Boss. Der müsste gleich da unten irgendwo auftauchen. There we go. Yo! Das ist kein Spacebar-Item, was ich nochmal einsetzen möchte. Das setzen wir nicht mehr ein. Okay, es wird wieder normal. Gott sei Dank. Dieses Spacebar-Item setzen wir nicht mehr ein. Huch. Das habe ich mir etwas anders vorgestellt. Ach, die waren da draußen alle. Ja, lol. Dachte, ich komme da ran. Boah, wieder nix. Bräuchte mal Bombs. Gib mir Bombs. Gib mir Bombs. Das sind keine Bombs. Ja gut, die nehme ich auch. Ja, komm, scheiß drauf. So. Hab dich nicht vergessen. Mein Freund, ich hab dich nicht vergessen. Okay. Also das Baseball-Item ganz wichtig, nicht mehr einsetzen, bis wir Neues haben. Weil dann ist Schicht im Schacht. Ja,
Ja, wir bleiben mal hier bei. Oha. Endlich wieder eine Bombe, Mensch. Ich glaube, wenn ich mal so dem Punkt bin, dass ich ein Item habe, was wirklich komplett OP ist, dann würde ich wahrscheinlich wirklich keins mehr einsetzen. Aber so im Moment bin ich so halt auf, nee, ich muss noch eins sammeln. Weiß nicht. Ist leider so in mir drin. Tut mir leid. Sehr schön. The Devil. Gerade ein Item eingesetzt, ich habe aber gar nicht gesehen. Eingesammelt. Ich hab aber... Oha! Haben wir sowas wie Gypsy gerade eingesammelt? Oh, Ah, okay, der Fluch ist an. Ganz normal. Ganz normal, der Fluch ist an, alles gut. Aber ich hätte gern meine Ace of Cards wieder zurück. Meine Ace of Hearts. Weil da kann ich schön Sachen. Dann weißt du schon. Oh, wir spawnen jetzt. Wir spawnen jetzt so Fliegen. Geil. Geil, aber wo ist meine Ace of Hearts? Hä? Ach, da oben. Hä, jetzt ist die wieder darunter gewandert. Arschen kann ich mich alleine, danke schön. So, dann geht's hier weiter. Okay. Boah, das mit den Zusatzfliegen ist jetzt schon eine geile Sache. Bin ich schon wieder am Überlegen, ob ich überhaupt noch weitere Sachen einsammeln sollte. Guck mal, das kann man jetzt kaufen. Oh, wir haben noch einen Kollegen dazu bekommen. Huch. Huch! Okay, wir haben nicht nur einen Kollegen dazu bekommen, wir spawnen jetzt auch noch Gegner oder so. Okay, wir müssen gucken, ob das so gut ist. Soll ich noch ein Item? Ich bin viel zu neugierig, es ist furchtbar. Das ist nichts für mich. Das ist absolut nichts für mich. Sachen nicht mehr einsammeln dürfen und so das Gefühl zu haben, okay, jetzt ist vorbei, jetzt solltest du nichts mehr machen. Das, oh Gott, das ist furchtbar. Jo, ich habe gerade irgendwie so einen Schlag gemacht. Aber ich muss auf jeden Fall noch dieses Space-Item wieder loswerden. Ansonsten ist es eigentlich ganz cool, was wir haben, so von der Art her. Okay. Vor allem, wir droppen halt, wenn wir getroffen werden, nicht nur eine Münze, wie es eigentlich das Item vorsieht, sondern wir droppen halt alles Mögliche. Vor allem mehr davon auch. Hallo? Oh, wir haben auch den Vogel. Ich gerade wahrgenommen. Kein neues... Oh nein, es ist kein Spacebar-Item. Na, ich kann nur hoffen, dass es nicht schlecht war, was wir gerade gesammelt haben. Okay. Holen wir uns noch das eine halbe Herz. Und dann hauen wir ab, bevor ich mich... Ach, da komme ich nicht an. Bevor mich der Curse hier wieder durch die Gegend schickt. Okay, ciao. Eieiei. Oha.
Oh, wir haben noch so einen Leuchteffekt. Geil. Ah, shit. Zu langsam. Okay, den haben wir jetzt immer, wenn wir den Raum abschließen. Dann haben wir diesen Leuchteffekt. Warum ich sag so geil und weiß gar nicht, was er macht, ne? Oh, lol, wo kommen denn die alle her? Man weiß es. Okay, neues Baseball-Item, sehr gut. Hoffentlich gut. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht, ob es gut ist. Wir werden sehen. Also ich kann es dauerhaft einsetzen, aber es macht leider nichts. Aber es macht auch nichts Schlimmes. Insofern ist es okay. Guck mal, ich sammle jetzt nichts mehr ein. Aus irgendeinem Grund kommen jetzt ständig neue Viecher dazu, wenn ich Sachen angreife. Ich sammle jetzt nichts mehr ein. Oh, aber meine Karte hat sich verwandelt in One Make Too Large oder so. Naja, gut. Keine Ace of Hearts mehr. Damit muss ich leben. Okay, ich will jetzt nur noch durch. Ich glaube, jetzt will ich nur noch durch. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich einfach durch sollte. Möglichst noch blaue Herzen oder so bekomme oder sowas. Also vielleicht noch nach blauen Steinen Ausschau halten. Aber ansonsten, denke ich, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir durchgehen. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wann die Viecher dazukommen. Was dafür passieren muss. Aber es ist okay. Schade. Schade. Na dann halt nicht, ne? So, mal gucken, was sie so macht. Okay, jetzt kommen die Viecher dazu. Keine Ahnung, wie die Viecher, wo die Viecher herkommen. Entweder vom Gegner besiegen oder ich weiß es nicht, aber sehr gut, dass sie da sind. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich denke, ich sammle kein Item mehr ein. Okay. LOL! Haben wir gerade? Ja! Das Sacred Heart ist dabei. Wo kommt das denn jetzt her? Wo kam das denn jetzt her? Hat. Okay, es ist mir völlig egal, wo es herkommt. Optimalo. Optimalo. Jetzt sammle ich wirklich kein Item mehr ein. War mir gerade noch nicht so ganz schlüssig. Aber jetzt sammle ich gar nichts mehr ein. Jetzt versuche ich einfach nur safe hier durchzukommen. Bevor wir irgendeine Kacke wieder bekommen. Bevor wir irgendeine Kacke wieder bekommen. Halt. Dich behalte ich aber schon. Yo. Optimal. Also das ist jetzt... Also das ist jetzt optimal. Holy shit. Aber ich habe keine Bomben, ich komme nicht ran, ne? Der ist auch in Ordnung. Das mit den Bomben hat sich gerade erledigt. Lul. Eins. Zwei. Zwei gesetzt, drei eingesammelt. Jo, aber gebt euch das! Wie geil ist das bitte? Ah, shit. Ich muss trotzdem aufpassen. Alles kostet jetzt ja wieder ein ganzes Herzschaden hier unten. Hier geht's nicht zum Boss, das ist schon mal schlecht. Aber wir kommen gut durch, das ist wiederum gut.
Okay, vorsichtig. Sehr schön. Ja, aber komm. Ich sammle jetzt wirklich, jetzt sammle ich echt nichts mehr ein. Also sowas von sammle ich jetzt nichts mehr ein. Scheiße. Ich muss trotzdem noch vorsichtig spielen. Keine Frage, aber ich sammle nichts mehr ein. Das ist, was ich meinte. Ich muss noch vorsichtig spielen, aber ich sammle nichts mehr ein. Echt nicht. Komm ganz schnell zum Boss. Einfach nur, oh shit. Einfach nur ganz schnell zum Boss. Einfach nur ganz schnell zum Boss. Nee. Ah, Mann. Hier mit dir haben wir aus dem vorletzten Part noch ein Hühnchen zu rupfen gehabt. Es ist in Ordnung, dass du auftauchst. So hätte ich mir das auch vorgestellt, Dame. Ah, mein Gott. So hätte ich mir das auch vorgestellt. Hat leider nicht funktioniert. So, der ganze Weg war umsonst. Ist schon mal kacke. Keine Energie, die ich dazu bekomme. Ist auch kacke. Muss schon noch aufpassen, ne? So ist es wie gesagt nicht. Nee, also ich weiß nicht, was das Spacebar-Item macht. Es hilft mir eigentlich bei gar nichts. Brauch keine Schlüssel, ich brauche Herzen. Okay. Perfekt. Nein! Sehr gut. Alles, was Energie gibt, ist gut. Hier geht's nicht weiter. Das ist nicht so gut. Und du kannst dich gleich mal verziehen. Aber die Voraussetzungen stehen gut. Wenn wir jetzt nicht versehentlich noch irgendwelche Items einsammeln, die uns alles kaputt machen. Oha. Dann stehen die Voraussetzungen wirklich gut. Ja, komm. Mit Glück kriegen wir noch ein gescheites. Noch ein paar blaue Herzen dazu. Oder sowas hier. Ich habe ja genug Geld. So ist ja nicht. Kann man ja machen. Oder sogar die Kristallkugel. Achso, ja, die Kristallkugel. Wahrscheinlich kriegen wir die Kristallkugel. Ein blaues. Wobei, das ist auch okay. Das würde ich sogar jetzt lieber mitnehmen. Das würde ich jetzt sogar lieber mitnehmen. Muss ich gestehen. Aber ich bin eigentlich wegen blauen Herzen gekommen. Ace of... Ah. Dann nehmen wir das Ace of Hearts, glaube ich, wieder mit. Oh! Ja, doch, doch, doch. Okay, Cancer behalten wir. Perfekt. Resistance auch geil, keine Frage. Aber ich kann halt nur ein was mitnehmen. Gott, ich kann... Ich bekomme überhaupt nichts mehr mit. Hilfe. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir voll. Ich glaube, so lassen wir es jetzt.
Andererseits, die Gabel würde mich halt konstant... Nein, wir nehmen Slice of Hearts mit. Ja, wo geht's eigentlich? Oh, wow, der ganze Weg hier hoch war auch schon wieder umsonst. Wie oft ich schon wieder getroffen wurde, jetzt ist schon wieder kacke. Oh! Das ist aber auch so eine Ah, Mann! So schwierig, ne? So schwierig, was man mitnehmen soll. Hier geht's auch nicht weiter. Sag mal, wo geht's denn hier zum Boss? Nee. Nee. Keine Items mehr einsammeln. Habe ich gesagt und daran halte ich mich. Sammel keine. Okay, ein Space-Item kann nicht so schlimm sein. Ein Space-Item kann nicht so schlimm sein. Habe ich jetzt aber Glück gehabt, dass es keinen komischen Effekt hat. Puh. Ah, hier geht's noch rein. Oh, lol! Oh, lol! Das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Bin ich ganz ehrlich. Wollen wir noch einmal trauen? Nee, jetzt trauen wir uns nicht mehr. Jetzt trauen wir uns nicht mehr. Abflug. Kathedrale. Schnell zum Boss finden. Nein, nicht treffen lassen. Einfach nur ganz schnell zum Boss finden. Das ist alles, was wir wollen. Einfach nur ganz schnell zum Boss finden. Mann! Was war denn mit dir los? Wieso hast du mich angegriffen? Sind wir nicht Freunde? Dachte ich zumindest. Scheiße. Muss schon noch aufpassen. Ich muss nach wie vor aufpassen. So ist es nicht. Nee. Kannst du behalten. Hier geht's schon mal nicht weiter. Ha, keine Herzen, warum? Okay, Bossraum. So, haben wir die Hände alle weg? Nur noch die Geister? Sehr schön. Puh, na dann. Ich sehe nichts mehr. Wo stehe ich denn jetzt? Ah, da, der Körper bin ich. Nein!
Dass man nichts mehr sieht teilweise, ist ein bisschen ungünstig. Okay. So, ab nach oben. Curse of Darkness hier jetzt haben ist auch nicht so geil. Ach so. Ach Leute, was mache ich denn jetzt damit? Ich bin doch so neugierig. Es ist nicht gut, neugierig zu sein. Habe ich gerade versehen? Nein, ich habe die Ace of Cards nicht gesetzt. Die wollte ich nicht einsetzen. Scheiße, wo kriege ich jetzt Energie her? Mit Glück ist halt hier Energie dabei. Mit Pech wird es immer schlimmer. Hier keine Energie dabei gewesen. Oh shit. Nein! Ach, Kacke! Das war blöd. Das war genau, wie es nicht laufen sollte. Aber das war jetzt im Prinzip, hat jetzt mit der Challenge nichts zu tun gehabt. Das war jetzt einfach wieder so ein typischer Conan-Murks. Schlecht gespielt war das einfach nur wieder. Ah, verflucht. Das hätten wir haben können. Das hätten wir haben können. Aber es ist eine lustige Challenge. Es ist eine lustige Challenge, weil man halt nicht weiß, was man kriegen kann. Na gut, brauchen wir halt noch einen Part dafür. Vielleicht finde ich bis dahin mal raus, wie sie heißt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.